Meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Road to Australia. Wir müssen ein bisschen leiser reden, denn wir haben 6 Uhr in der Früh und wir sind schon so früh wach mit nur 4 Stunden und 5,5 Stunden Schlaf, weil heute geht das tierische Abenteuer los. Wir machen uns jetzt circa 1,5 bis 2 Stunden auf den Weg zum Daintree Rainforest. Das ist ein Regenwald mit ganz, ganz vielen Flüssen, wo wild lebende Krokodile und eine sehr, sehr große Artenvielfalt von verschiedenen Tieren leben soll. Und dann hoffen wir, dass wir Krokodile in freier Wildbahn sehen. Wenn ja, top, dann haben wir unser Highlight einmal geschafft. Und wenn nein, dann haben wir noch ein zweites Highlight in petto, nämlich Plan B, weil wir sind ja nicht blöd. Und genau, in dem Sinn blende ich jetzt einmal noch schnell die Route ein, die wir fahren. Und dann sehen wir uns im Auto. Und auf der Fahrt, wenn wir losfahren. Meine Freunde, wir sind jetzt nach einer Dreiviertelstunden Fahrt angekommen, endlich am Crocodile Express River Cruise. Und ja, uns steht jetzt eine Bootstour bevor durch die Mangroven und Swamps des Daintree Forests. Und da sind wir wirklich richtig, richtig gespannt. Und wenn wir ganz, ganz viel Glück haben, dann sehen wir wirklich den Karakus. Nein, nicht Karakus, Kaktus. Wie heißt dieser Löwe, der schwimmt? Ah, Krokodil. Kaktus, gell? Nein, Kaktus. Wie heißt der nochmal? Krakakus. Kaktus. Nein, nicht Kaktus. Wie heißt dieser Löwe da, Mann? Der schwimmt. So, Krokodil, Mann. Krokodil. Vielleicht sehen wir den. So, meine Freunde. Und kurze Information. Wir starten jetzt gleich hier. Das ist nämlich die Cruise One. Da geht's los und wenn wir die Bootstour fertig haben, das wird in dem oberen Gebiet sein, gehen wir an den zweiten Punkt, da haben wir die Tickets auch schon, machen hier eine zweite Bootstour, weil es halt einfach sein kann, dass sie natürlich von den Habitaten her unterschiedlich heute angesiedelt sind und dass die Chance natürlich wesentlich höher ist, dass wir welche sehen. So, meine Freunde, wir haben das Auto abgestellt und da unten wartet schon. Ich weiß gar nicht, welches genau es jetzt ist, ob es das linke groß ist oder das rechte kleine. Ah, da ist sogar noch eins in der Mitte, es sind 3. Aber die schauen cool aus. Ich habe gedacht, das sind mehr, beziehungsweise ist auch größer. Aber so finde ich es tatsächlich sogar gemütlicher und das hat seinen eigenen Vibe. Ich glaube, das wird jetzt echt cool. Und dann schaut mal den Tümpel an. Also erstmal, wie wunderschön schaut es hier eigentlich aus. Das ist richtig geiles Feeling. Und man kann auch gleich anmerken, das Wasser ist richtig sumpfig und also ich würde da nicht schwimmen gehen. Da muss ich mal einen Stein reinwerfen, um so ein Swamp Puppy, so ein Krokodil-Check zu machen, ob da überhaupt was drin schwimmt. Also ich würde da nicht reingehen. Aber wir sind ja nicht da, um zu schwimmen, sondern um welche zu spotten und zu sehen. Und ich habe das Gefühl, wir haben heute einen guten Tag. So, meine Freunde, wir sitzen jetzt auf dem Boot und unser Bootführer ist einfach in Deutschland geboren und war bis zu seinem 6. Lebensjahr in Deutschland und dann sind sie mit seinen Eltern nach Australien ausgewandert. Und ich habe mir jetzt vorhin gefragt, was so circa der Durchschnitt ist, wie viele Krokodile man hier sieht, und er meinte, also es sind halt wilde Tiere, man kann es nicht versprechen, zwischen 0 und 8. Also wir freuen uns, wir sind gespannt. So, meine Freunde, und ich habe jetzt auch meinen Pullover auszogen, weil hier hat so eine Luftfeuchtigkeit und hier ist so schwül, dass ich hier mir und tot schwitze. Aber wie man sehen kann, wir haben jetzt abgelegt und jetzt geht's los mit der Tour. Viel, viel Spaß.
So, kleine Information. Also, der Bootguide meinte jetzt, es gibt Salzwasserkrokodile, eine der gefährlichsten auf der ganzen Welt, Bullenhaie, dann gibt es Baumschlangen, ganz große Vielfalt von Vögeln, mit Eisvögeln beispielsweise, und boah, hier schwimmen überall so kleine Holzstücke rum. Ich denke die ganze Zeit, überall ist ein Krokodil. Wir sind so hyped, dass wir eins sehen, das wäre so geil. Meine Freunde, wir haben die ersten gefunden. Hier unten, da sind zwei Stück. Man sieht nur die Köpfe. Da sind sie. Aber die sind riesig. Boah. Zwei Stück, und er meinte, es sind auf jeden Fall Weibchen. Ah ja, jetzt bewegen sie sich. Ich hoffe, das sieht man. Die sind riesig, zwei Stück. Jetzt sieht man sie besser. Genau da sitzt's. Wow. Und da hinten ist sein Kumpel. Einfach ein richtiges Wurmpuppy. Und das ist riesig. Wahnsinn. Ich hoffe, man sieht es gescheit. Da unten drunter. Da. Nummer 1 und da hinten links daneben ist Nummer 2. Da ist einfach ein Krokodil. Wie cool ist das denn? Zwei Stück sogar. Mega. Hat sich schon gelohnt. So, meine Freunde, wir haben einfach jetzt zwei Stück gerade gespottet. Das ist so cool. Das sind einfach die letzten Dinosaurier auf unserer Welt. Das ist mega. Er hat auch gerade gemeint, im Durchschnitt werden die zwischen 100 und 170 Jahre alt. Manche können sogar 200 Jahre alt werden. Also das ist ja Wahnsinn, das ist brutal. Und ja, jetzt geht's weiter. Vielleicht sehen wir es noch mehr. So, meine Freunde, wir haben jetzt wieder angelegt. Er bindet jetzt noch einen Knoten und macht uns fest. Und ja, das war's mit dem ersten Teil. Und jetzt fahren wir hoch an den Schalter, wo wir vorhin waren, und holen uns das Ticket für die zweite Bootstour am oberen Daintree River. Und dann hoffen wir, dass wir genauso viel Glück hatten, beziehungsweise haben. Und der Bootguide meinte auch noch, wir können mehrere Male auf die Boote gehen. Also vielleicht, wenn wir Bock haben und also Zeit haben wir auf jeden Fall, gehen wir ein paar Mal noch her. Weil, ey, das sind wilde Krokodile, wie cool ist das denn? Und ja, dann sehen wir uns, wenn wir auf dem zweiten Boot sind. So, meine Freunde, wir sitzen jetzt wieder im Auto und fahren jetzt an Bootstour Nummer 2 des heutigen Tages. Da fahren wir jetzt nur 10 Minuten zum Lower Daintree River. Und jetzt waren wir noch in einem kleinen Lädle, haben uns das Souvenir in Form von einem kleinen Magneten mitgenommen. Und ja, jetzt freuen wir uns auf die zweite Bootstour und dann sehen wir uns, wenn wir dran sind. So, meine Freunde, wir sind angekommen am Lower Daintree River und starten jetzt mit Bootstour Nummer 2 von 2 am heutigen Tage. Und wie gesagt, ihr habt es ja vorhin gesehen, zwei haben wir schon gesehen.
Eins wäre schon echt geil, alle guten Dinge sind drei. Und vor allem nicht nur im Wasser, sondern wenn man eins sehen, was auf einer Sandbank liegt, dass man es richtig drauf hat, das wäre natürlich überragend. Also wir sind gespannt, wir sind auch auf jeden Fall hyped, dass wir jetzt nochmal welche sehen und freuen uns drauf. Und dann viel Spaß mit Boottour Nummer 2. So meine Freunde, die Bootstour hat eine Minute angefangen und wir haben das erste Krokodil auf der Sandbank gespottet. Da oben liegt es, ein ganz kleines. Ich versuche mal mit dem Handy zu filmen, dass ich ein wenig zoomen kann, aber ich glaube der Guide fährt hin. So meine Freunde, wir haben Nummer 4 gespottet, aber ich glaube, das sieht man nicht durchs Licht und das ist ein Baby, der ist vielleicht, ja okay, so ist übertrieben, aber der ist ja echt mini, da liegt er, das ist ein ganz kleiner, süßer. Und wir haben Nummer 5 hier. Aber ganz, ganz kleines. So, da ist die Nummer 5. Hier sieht man Schwanz. Da liegt er. Hier ist der Kopf. Genau über meinem Finger. Da sieht man ein bisschen Schwanz. Aber der versteckt sich ganz gut. Und Freunde, wir haben Nummer 6 gespottet. Da liegt er. Das Größte des Tages. Wow. Das ist mit Abstand das Größte heute. Schaut euch mal das Gerät an. Nummer 6 des Tages. Wow. So meine Freunde, das Krokodil, gerade eben das größte bis jetzt, die Nummer 6, da hat er gemeint, das ist gar nicht so groß. Hier wird ab und zu eins gespottet, das soll 2 bis 3 Mal so groß sein. Das nennen die hier Scarface, weil das Krokodil hier keine Zähne mehr hat. 3-mal so groß und lang ist wie das Grat und überall Kampfspuren wegen dem Territorium im Gesicht hat. Also wenn das schon in meinem Verhältnis oder in meinem Ermessen so groß ist, dann will ich nicht wissen, wie der Scarface ausschaut. Leck mich am Arsch, ey. Hau de Mader, Buivo. Und wir haben Nummer 7. Auch wieder ein kleines Baby hier oben. Hier haben wir Nummer 7. Hier. Meine Freunde, jetzt ist ein bisschen Wind und es tut so gut, wenn die Haare ein bisschen im Wind wehen. So meine Freunde, das war's mit dem zweiten Bootstrip
auf dem Daintree River und unser Ziel haben wir absolut erreicht. Also ich habe echt auf so 2, 3, vielleicht 4 gehofft, aber dass wir gleich 7 sehen, war ja Bombe. 4 Babys, 2 Teenager und ein großes. Und wie gesagt, ich will gar nicht wissen, wie groß dann der Scary Face Crocodile ist, weil das muss ja ein Monster sein. Und das war echt mega, mega cool, dass wir es vor allem in der Wildnis gesehen haben. Weil im Zoo oder im Wildlife Park kann jeder sagen, wir haben welche gesehen. Aber in der Wildnis ist nochmal ein bisschen was anderes und das war jetzt echt cool. Und ja, uns hat es richtig, richtig Spaß gemacht, oder? Ja, sehr. War mega cool. Wir hoffen, euch hat es genauso gefallen. Wenn ja, lasst jetzt ein Like da, schreibt einen Kommentar und abonniert den Kanal kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Und in dem Sinn bedanken wir uns fürs Einschalten. Wir beenden die Folge, denn wie gesagt, das Highlight haben wir jetzt abgehakt. Und in dem Sinn, wiederschauen und... Hi.